Eine der häufigsten Fragen in den letzten Jahren, die mir von vielen Menschen gestellt wurde, ist die Frage: Steffen, wie finde ich eigentlich meine Bestimmung? Auf diese Frage gäbe es einige verschiedene Antwortmöglichkeiten, weil es tatsächlich verschiedene Varianten und Methoden gibt, wie man seine eigene Bestimmung erkennen und finden kann. Aber heute in diesem Video möchte ich dir mal eine ganz kreative Methode zeigen, eine kreative Fragetechnik, mit der du deine Bestimmung tatsächlich auf eine ganz andere Art und Weise erkennen wirst oder erkennen kannst und ja, die deine Sichtweise auch verändern wird und dir eine neue Perspektive auf dich selbst und auch auf dein Leben gibt. Also, wenn dich das interessiert, wie du auf eine ganz kreative Art und Weise deine Bestimmung erkennen und finden kannst, dann schenk dir selbst jetzt diese nächsten paar Minuten und lass uns gemeinsam in dieses Thema eintauchen. Let's go! Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Video. Ich bin Steffen Kirchner und ja, das Thema Bestimmung ist ein Thema, das uns Menschen ein Leben lang antreibt. Ich glaube, dass Menschen nur dann wirklich glücklich und erfüllt sein können oder sich so fühlen können, wenn sie eine Idee von ihrer Bestimmung haben. Was heißt das Wort Bestimmung? Und es ist das gleiche wie Berufung oder Lebenssinn. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns nicht in solchen Wortformulierungen und Spitzfindigkeiten verlieren. Ich glaube, wir reden alle mehr oder weniger vom Gleichen. Es geht um die Frage, wie finde ich das im Leben, was mir Sinn gibt, was mir Erfüllung gibt und was ich in die Welt geben möchte, was ich beitragen möchte für die Welt und ja auch zum Wohl vielleicht anderer Menschen. Was möchte ich in der Welt bewirken? Das ist die zentrale Frage. Und wenn Menschen etwas gefunden haben, was sie wirklich bewirken wollen, was ihnen am Herzen liegt, wo sie also auch Talente dafür haben, wo sie Leidenschaften dafür haben, wo sie Fähigkeiten dafür besitzen und natürlich auch ein ganz hohes Interesse, dann sprechen wir von der Bestimmung. Denn die Bestimmung bedeutet, dass ja alles auch stimmt, ja, für dich und auch deine Stimmung natürlich. Das heißt, du tust anderen was Gutes, du tust dir was Gutes, du bist richtig gut dabei. Das ist eine Bestimmung. Und diese Bestimmung zu finden, ist wahrscheinlich dein Lebenssinn, so könnte man es sagen, aber deine Lebensaufgabe ist es dann, diese Bestimmung auch zu einer Berufung zu machen. Das heißt, damit vielleicht sogar auch dein Geld zu verdienen und Tag für Tag so viele Stunden wie möglich dieser Bestimmung nachgehen zu können, weil du somit den höchsten Wert draußen in der Welt erschaffst, aber somit auch ein sehr erfülltes Lebensgefühl eben für dich selbst verwirklicht. Also, und deswegen stellen sich viele Menschen immer diese Frage: Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Berufung? Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Und so weiter und so fort. Und unser Gehirn ist ja so strukturiert, dass wir sehr schlecht in die Richtung denken können, was wir eigentlich wollen, was wir noch gar nicht kennen. Das heißt, dieses abstrakte Denken ist für unser Gehirn gar nicht so einfach. Das heißt, es ist sehr schwierig, von Null weg etwas zu finden, was man haben möchte, also etwas zu entdecken. Viel leichter fällt es unserem Gehirn, defizitär zu denken. Das heißt, eher ins Negative zu gehen. Und das funktioniert auch bei dieser Fragestellung und bei dieser Technik, die ich dir heute mitgeben will, bei diesem kreativen Ansatz, wie du deine Bestimmung findest. Unser Gehirn tut sich manchmal relativ schwer herauszufinden, was es will, aber es tut sich sehr leicht damit, zu bestimmen, was es nicht mehr will im Leben. Und deswegen wäre meine Empfehlung für dich, dass du folgende Methode mal ausprobierst. Du hörst auf, dir diese Frage zu stellen: Was ist meine Bestimmung? Wofür bin ich bestimmt? Was ist mein Lebenssinn? Wozu bin ich berufen? Wer bin ich eigentlich? Sondern du stellst dir die Frage: Was ist denn meine Bestimmung schon mal auf alle Fälle nicht? Was ist denn meine Berufung schon mal auf alle Fälle nicht? Du hörst auf, dir die Frage zu stellen: Wer bin ich? Sondern du fängst an, dir die Frage zu stellen: Wer bin ich denn auf alle Fälle schon mal nicht? Und wer möchte ich denn auch nicht sein? Das heißt, wir stellen diese ganzen Fragen, die wir uns oftmals ebenso in unserem Kopf hin und her werfen, einfach mal auf den Kopf. Wir gehen nicht dorthin, wo wir hinwollen und versuchen es zu ergründen oder zu entdecken, sondern wir gehen erstmal an den Punkt, wo wir gerade sind und was wir auf gar keinen Fall wollen. Denn unser Gehirn ist, wie gesagt, defizitär organisiert. Das heißt,
Wir sind sehr, sehr gut in unserer Wahrnehmung bei den Dingen, die uns stören, die wir nicht mehr haben wollen. So, und diesen Mechanismus unseres Gehirns können wir uns zunutze machen, um diese Frage eben umzudrehen. Ich gebe dir ein Beispiel von mir aus meinem Leben. Ich habe parallel zu meiner Tenniskarriere damals Betriebswirtschaft studiert, weil der Plan B sah es damals so vor, dass wenn das bei mir mit Tennis auf Dauer beruflich nicht funktionieren sollte, dass ich dann in die Steuerkanzlei meines Vaters einsteigen könnte. Mein Vater ist selbstständig, ist Unternehmer, hat eine Steuerkanzlei mit 40 Mitarbeitern und somit war praktisch mein Plan B immer, naja, wenn das nicht klappt, kannst du dich immer ins gemachte Nest setzen, kannst Betriebswirtschaft studieren, kannst dann als Betriebswirt irgendwann die Steuerberaterprüfung machen, kannst so lange in der Kanzlei arbeiten und kannst den Laden dann irgendwann mal übernehmen. Naja, und mit dem Tennis lief es dann auf Dauer tatsächlich nicht so gut und plötzlich saß ich im Hörsaal einer Fachhochschule und habe Betriebswirtschaft studiert. Und obwohl ich tatsächlich Fähigkeiten in diesem betriebswirtschaftlichen Bereich habe, habe ich dieses Gefühl bekommen, so, boah, das kann es doch nicht sein. Ja? Nicht, weil Betriebswirtschaft ein schlechtes Studium ist und auch nicht, weil Steuerberater zu sein ein schlechter Beruf ist, überhaupt nicht. Nur ich habe das Gefühl gehabt, ich will mich mit diesen Themen nicht den ganzen Tag beschäftigen. Und ich habe mir dann gedacht, mein Gott, wenn ich irgendwann mal das fertig gemacht habe, dann muss ich ja nicht nur 3-4 Stunden am Tag mir das Zeug anhören, sondern muss ich ja 8, 9, 10 Stunden und das 5, 6 Tage in der Woche. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Und da habe ich mir gedacht, Steffen, okay, das kann doch nicht deine Zukunft sein. Was will ich denn eigentlich? Und da bin ich eben dann dort gesessen in diesem Hörsaal und habe mir mal eine Dreiviertelstunde Zeit genommen und saß verzweifelt da und habe über diese Frage nachgedacht, was möchte ich in meinem Leben denn eigentlich mal machen? Was ist denn eigentlich mein wirklicher Beruf? Wer bin ich denn eigentlich? Und was soll ich dir sagen? Ich habe eine Dreiviertelstunde damals darüber nachgedacht und am Ende der Vorlesungsstunde hatte ich die Antwort natürlich immer noch nicht. Klar. Aber eine Antwort hatte ich und das war eine ganz wichtige Erkenntnis damals. Ich hatte die Antwort, das, was ich bisher machte, das will ich auf alle Fälle schon mal nicht. Also bin ich aufgestanden, bin nach Hause gefahren und habe am gleichen Tag noch die Abmeldung an die Fachhochschule geschickt, die Exmatrikulation. Das heißt, ich habe das Studium in dem Moment abgebrochen. Das war ein Schlüsselmoment für mich in meinem Leben, weil ich in dem Moment in der Lage war, etwas loszulassen, was mir sehr viel Energie nimmt. Weißt du, wenn du auf den richtigen Weg in deinem Leben kommen möchtest, wenn du den richtigen Weg finden möchtest in deinem Leben, dann ist es zuerst mal sehr wichtig, auch den falschen Weg zu erkennen und den falschen Weg aufzuhören zu gehen. Das heißt, den falschen Weg zu verlassen. Und das war für mich zumindest der falsche Weg. Und diesen Weg habe ich beendet. Und ich ging dann zu meinem Vater und habe gesagt, du Papa, wir müssen reden, es gibt so 3 Neuigkeiten, die ich für dich habe. Und er war schon ganz aufgeregt, habe ich gesagt, du, es wird nicht so ganz so lustig. Also erstens, ich habe jetzt mein Studium gerade geschmissen. Zweitens, ich werde nicht Steuerberater. Und drittens, du brauchst einen neuen Nachfolger für deine Kanzlei. Ich werde dein Lebenswerk, dein Unternehmen nicht übernehmen. Und ich habe einen großartigen Vater, muss ich dazu sagen, hatte das große Glück, dass er dann darauf reagiert hat. Er hat schon mit großen Augen mich angeguckt und hat gesagt, ja Sohn, was willst du denn dann eigentlich mal machen? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, das will ich schon mal nicht. Und das hat bei mir sehr viel befreit. Das war zwar ein chaotischer Moment, weil ich nicht wusste, wie geht's weiter, wo geht's hin und so weiter. Also man fühlt sich nicht gleich gut, aber ich fühlte mich irgendwo auch ein Stück weit befreit, denn den falschen Weg zu verlassen und die Dinge zu definieren, die man schon mal nicht mehr will, befreit dich schon mal von einigem Schmerz und es gibt dir Energie, es schützt auch deine Energie und diese Energie brauchst du, um dann auch wieder neue Dinge ausprobieren zu können und dich in die Welt zu werfen, ins Leben zu werfen und ja einfach zu testen, zu fühlen, zu spüren, was deins sein könnte. Also, um es konkret zu machen. Wenn du auf der Suche bist nach deiner Bestimmung, nach deiner Berufung, auf der Suche auch nach dir selbst, wenn du wissen willst, wer du bist, dann nimm dir doch mal ein Blatt Papier und schreib dir einfach mal in Ruhe auf, okay, wer bist du schon mal nicht? Wer willst du nicht sein? Was willst du nicht tun? Also schreib mal alles auf, worauf du keinen Bock hast. Und das Faszinierende im Leben ist folgendes. Wenn du alles das mal wegnimmst, was du nicht bist, was du nicht willst, wenn du das mal alles weggenommen hast, dann bleibt irgendwann am Ende was übrig. Und hier sind wir beim Kern,
beim Kernproblem, warum die meisten Menschen auf diese Methode gar nicht kommen. Weil sie einen falschen Glaubenssatz haben. Weil wir diesen Glaubenssatz oftmals bekommen haben, du bist nichts, du hast nichts, du kannst nichts, also musst du auch was lernen. Das ist der falsche Glaubenssatz. Wir glauben, wir sind noch nichts, wir müssten etwas werden. Wir müssen also an uns arbeiten. Wir müssen irgendwo hinkommen, dass wir was sind. Und das ist der falsche Glaubenssatz. Du bist ein wundervolles, fähiges, großartiges Wesen. Es ist alles schon da, was du brauchst für ein erfülltes und erfolgreiches Leben. Alles steckt schon in dir. Es ist alles schon in dir drin. Nur, es gibt so viele Masken und so viele Ablenkungen und so viele Glaubenssätze, die so da draufgelegt worden sind, dass wir es oftmals eben nicht mehr erkennen, dass wir es nicht mehr spüren, dass wir abgelenkt sind von den Dingen und dass wir eben glauben, wir müssten jetzt irgendwie an uns arbeiten, müssten uns selbst optimieren, müssten das noch lernen, das Studium noch machen, das noch, dass wir irgendwann mal was sind. Du bist schon etwas. Du musst niemand werden. Du musst anfangen, der zu sein, der du wirklich bist. Und dafür kannst du erkennen, dass du nicht irgendwo hinkommen musst, sondern dass du erkennen darfst, wer du schon bist. Und das heißt, weglassen, 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 nicht immer noch neue Dinge dazu nehmen. Das heißt, du gehst in die Welt raus und probierst dich einfach aus und folgst so ein bisschen auch deiner Leidenschaft, deinen Interessen und probierst dich aus und du wirst sehen, dass du Menschen kennenlernst, dass du Dinge auf einmal tun kannst und tun darfst, dass du neue Dinge entdeckst, die dich an manchen Stellen eben mehr erfüllen und an manchen weniger. Und so wirst du deinen Weg finden. Aber das Wichtigste ist erstmal, alles, was am Ballast da ist, alles, was dich ablenkt, alles, was dich belastet, alles, was negativ ist, alles, was du nicht mehr willst, alles, was ein Nein ist in deinem Leben, loszulassen, so viele Neins wie möglich loszulassen, um frei zu werden, um zu deiner Essenz wieder zu kommen, um in deine Mitte zu kommen. Denn das bist dann wirklich du. Und dann hast du auch einen klaren Weg für deine Bestimmung. Dann hörst du wieder, was eigentlich in dir ruft und was deine Berufung ist. Okay? Wenn ich dir dabei helfen kann, diese inneren Programme wieder zu reorganisieren sozusagen, diese ganzen Glaubenssätze, die dich vielleicht noch blockieren, aufzulösen, dann schau mal in die Videobeschreibung unten, denn dort findest du einen Link zu einem Seminar von mir, wo wir genau das mit den Menschen an 2 Tagen machen. Wo wir Menschen den Weg zeigen, wie sie diese ganzen alten Programme, die sie noch ablenken, die ja vielleicht dafür verantwortlich sind, dass du diesen inneren Ruf, diese innere Stimme nicht mehr gut hören kannst, wie sie das eben schneller und leichter ablegen können. Wenn ich dir dabei helfen kann und wenn du diesen Weg mit mir gehen willst und ich dir zeigen darf, wie mein Weg war damals aus dieser beruflichen Katastrophe hin zu meiner Bestimmung, die ich heute ja und mittlerweile seit weit über 10 Jahren auch leben darf und somit auch sehr glücklich und beruflich erfolgreich auch bin, wenn ich dir diesen Weg zeigen darf, dann komm zu meinem Seminar Upgrade Your Life und ich freue mich auf dich. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich auch, wenn du es kommentieren oder teilen möchtest. Also, wir sehen uns, wir lesen uns. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Dein Steffen Kirchner.